Was glaubst du denn? Promis und ihr Glaube. Margot Käßmann, Sie sind heute im Evangelischen Presseverband zu Besuch. Was bedeutet für Sie Ihr Glaube? Für mich ist das Halt und Orientierung in meinem Leben und gleichzeitig gibt mir das auch eine Haltung für mein Leben. Wie sehr richten Sie sich eigentlich in Ihrem Alltag nach den 10 Geboten? Für mich sind die 10 Gebote so eine Art Geländer, an dem ich Orientierung finde. Aber ich weiß auch, dass Gebote übertreten werden und Gott sei Dank haben wir einen Glauben, der Menschen nicht bei ihrer Schuld behaftet, sondern auch wieder befreien kann von Schuld. Ist es heute schwierig, religiöse Werte im Alltag zu leben? Mein Eindruck ist, dass viele Menschen nach religiösen Werten fragen. Also wie wollen Christen eigentlich ihr Leben gestalten? Und beispielsweise, dass wir in einer Region leben, in einem Land, aber auch in Europa, wo Werte wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit tatsächlich durch das Christentum vermittelt wurden, das zeigt sich doch beispielsweise auch bei der Haltung gegenüber Flüchtlingen. Haben Sie sich eigentlich schon mal gegoogelt? Ich habe mich schon mal gegoogelt, vor allen Dingen, weil mich jemand begrüßt hat, dass ich ein Jahr in Israel gelebt hätte und ich gesagt habe, das habe ich gar nicht. Dann hat der gesagt, das steht bei Wikipedia. Da habe ich dann das erste Mal meinen Wikipedia-Artikel gelesen. Wenn Sie jetzt auf der ganzen Welt einen Menschen heute Abend zum Abendessen einladen könnten, wen würden Sie wählen? Ach, dann würde ich gerne mit Martin Luther King essen gehen. Ah, warum? Weil ich den schon als Jugendliche sehr, sehr bewundert habe, weil er das Politische und das Frommsein so verbunden hat. Das hat mir ungeheuer imponiert und das hat mich doch ein Leben lang geprägt. Wenn Sie morgen früh mit einer zusätzlichen Fähigkeit, Eigenschaft aufwachen könnten, was hätten Sie gerne? Oh, frei Klavier spielen können, das fände ich großartig. Einfach so sich hinsetzen und spielen.